Hallo und herzlich willkommen zur neuen Tagesinspiration, in der wir uns über das Thema Gelegenheit und Chance unterhalten wollen und wie man diese nutzen kann. Ein kluger Mann schafft sich mehr Gelegenheiten, als er vorfindet. Francis Bacon. Ja, da hat der gute Francis Bacon sicher recht. Ich hatte nie eine Chance oder mir hat nie jemand eine Chance gegeben oder ich hatte einfach keine Wahl. Wer kennt diese Sätze nicht? Und die meisten von uns haben diese Sätze schon das ein oder andere Mal in der ein oder anderen Form verwendet. Wir wollen damit einen Mangel an Möglichkeiten zum Ausdruck bringen für Leute wie uns, was immer das heißen mag. Die wichtige Botschaft des Zitats aber lautet, wenn es keine Möglichkeiten gibt, dann schaffe dir welche. Vielleicht merken Sie jetzt schon, wie sich Protest in Ihnen regt und Sie sich empört fragen, wie ich oder irgendjemand anders die Dinge so gnadenlos vereinfachen kann. Wenn ich keine Chance und keine Möglichkeiten habe, dann erschaffe dir welche, wie soll ich das denn machen? Außerdem kenne ich natürlich nicht Ihre Situation und weiß nicht, was genau Ihre individuellen Umstände gerade sind und was Sie daran hindert, Möglichkeiten zu erkennen oder zu nutzen. Sie haben natürlich vollkommen recht, ich weiß nichts über Ihr Leben oder Ihre Lebensumstände und ich maße mir auch keinesfalls an, darüber zu urteilen, was Sie tun und was Sie lassen. Ich kann Ihnen nur darüber berichten, dass ich über Freiheit und ein selbstgestaltetes Leben überhaupt erst nachdenken konnte, nachdem ich diese eine Tatsache verstanden hatte. Wenn es keine Möglichkeiten gibt, dann schaffe dir welche. Bevor ich das nicht in den Grundzügen kapiert hatte, war ein Leben in wirklicher Freiheit nicht denkbar. Solange man für die eigenen Umstände, den Staat, den Chef, den Lebensgefährten, die Familie oder sonst wen verantwortlich macht. Solange ist ein selbstbestimmtes Leben nicht möglich, weil man eben diese Verantwortung anderen in die Schuhe schiebt. Das heißt nicht, dass andere keinen Einfluss auf das eigene Leben haben, sei es gut oder sei es böse. Selbstverständlich leben wir auf keiner Insel. Aber die Verantwortung dafür, was wir daraus machen, wie wir damit umgehen, und wie wir es gestalten und steuern, die liegt alleine bei uns. Wer anderen diese Verantwortung überträgt, führt kein selbstbestimmtes Leben. Diese beiden Umstände schließen sich aus. Schaffen Sie sich also die Gelegenheiten, die Sie brauchen für das, was Sie vorhaben. Warten Sie nicht darauf, dass irgendjemand Ihnen gnadenhalber eine Chance gibt oder eine Möglichkeit präsentiert oder Sie sonst wie unterstützt. Recherchieren Sie, was möglich ist, wie man das angehen kann. Suchen Sie sich Mentoren, die schon dort sind, wo Sie hinwollen, die das schon gemacht haben, was Sie machen wollen. Und gehen Sie die Dinge aktiv an. Holen Sie sich Ihre Chance, kreieren Sie sich Ihre Gelegenheiten und Ihr Leben wird ein komplett anderes sein. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg dabei und vergessen Sie nicht, das ist ein Prozess. Sie werden nicht von heute auf morgen alles ändern können, aber Sie können Schritt für Schritt auf die Veränderung zugehen. Alles Gute dabei und bis zur nächsten Tagesinspiration, Ihr Gerd Ziegler. So, das war's für heute. Ich hoffe, die Tagesinspirationen helfen Ihnen ein Stück weiter auf Ihrem ganz persönlichen Weg. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und selbstverständlich freue ich mich auch, wenn Sie uns Feedback geben und nutzen dazu die Kommentarfelder unter dem Video. Damit Sie in Zukunft nichts verpassen, was Neues auf unserem Kanal passiert, können Sie direkt hier unseren Kanal abonnieren und Sie finden ebenfalls weitere Videos auf der anderen Seite und natürlich auch die Möglichkeit, unsere Website zu besuchen und sich dort weiter über unser Angebot zu informieren. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Gerd Ziegler.